Und wir schauen ganz aktuell auf die Präsidentenwahlen im Iran. Dort hat der religiöse Führer Khamenei die mehr als 61 Millionen Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgefordert. Das geistliche und politische Oberhaupt des Landes betonte, eine hohe Wahlbeteiligung sei für das Wohl der Islamischen Republik absolut notwendig. Experten rechnen jedoch mit einem neuen Negativrekord an der Wahlurne, weil der Unmut über die desolate Wirtschaftslage wächst. Bei dem Votum treten drei Khamenei-treue Bewerber und ein Reformer an. Als aussichtsreich gelten Parlamentspräsident Kalibaf und der frühere Unterhändler bei den Atomverhandlungen Jalili. Weil die Stimmen per Hand ausgezählt werden, wird erst in 2 Tagen mit Endergebnissen gerechnet. Und aus Los Angeles ist jetzt Ghazelle Shammat zugeschaltet. Sie ist die Tochter eines im Iran zum Tode verurteilten Staatsbürgers. Frau Shammat, wir grüßen Sie. Hallo nach Deutschland. Welche Erwartungen haben Sie denn an diese vorgezogene Präsidentschaftswahl im Iran? Es treten 3 Konservative und ein moderater Kandidat, Massoud Pezeshkian, zur Wahl an. Ist das irgendein Grund zur Hoffnung? Ich möchte erstmal die Darstellung korrigieren. Es gibt unter der Besatzung des islamischen Regimes im Iran keine Präsidentschaftswahlen. Gibt es seit 45 Jahren nicht. Es gibt keine Wahlen, es gibt keine Präsidenten, es gibt keine Gesetze. Alles ist eine Struktur des islamischen Regimes, das eine Ideologie hat, und das ist Dschihad. Und die setzen sie mit aller Kraft durch. Diese Wahlen sind nur dazu da, um so zu tun, als wenn es sich um einen wirklichen Staat mit wirklichen Entscheidungen, wirklichen Wahlen handelt. Die 6 Kandidaten, die Sie erwähnt haben, werden vom obersten Führer handverlesen. Das heißt, das sind Menschen, die der oberste Führer sich selber ausgesucht hat, weil erst Klone von sich selber sind. Einige von denen sehen zwar moderater aus oder sehen halt anders aus, sprechen vielleicht anders. Das sind aber alles Menschen, die der oberste Führer selber bestimmt hat, weil sie mit seiner eigenen Ideologie absolut übereinsprechen. Und deswegen gehen die Menschen nicht zu den Wahlen. Deswegen boykottieren sie die Wahlen, wie sie es vorher auch schon getan haben. Und wir werden wahrscheinlich nach diesen Wahlen ganz lustige KI-erzeugte Videos und Fotos sehen, oder die Menschen mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Essen, dorthin gelockt werden, um dem Westen zu sagen, dass das echte Wahlen sind und dass Menschen wirklich daran teilgenommen haben. Das wird aber nicht passieren. Also Sie haben gerade diese Strategie dieses Regimes beschrieben, in dem es ja vor gut 1,5 Jahren so etwas wie Hoffnung gab, dass sich etwas ändert, dass es eine Art Revolution gibt, ausgelöst vom Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Das war im Herbst 2022. Es gab landesweite Proteste gegen das islamische Herrschaftssystem. Wie groß ist die Hoffnung gerade der Frauen, dass sich irgendwann etwas ändert? Und wie ist es jetzt um diese Proteste bestellt? Es wird nicht mehr darüber berichtet. Gibt es die noch oder sind die komplett untergegangen? Die Revolution ist immer noch im vollen Gange. Die zeigt sich aber in anderer Art und Weise, wie zum Beispiel Boykottieren dieser Präsidentschaftswahlen. Menschen können nicht ununterbrochen auf der Straße sein, wenn sie erschossen werden, wenn ihnen ins Auge geschossen wird, wenn es alle 5 Stunden im Iran Hinrichtungen gibt. Das kann kein Mensch nach einem Jahr aushalten. Das heißt, sie müssen sich andere Wege überlegen. Die Hoffnung wäre größer, wenn sie sehen würden, was im Westen passiert, dass im Westen ihre Bemühungen, das Regime abzuschaffen, anerkannt werden würde. Das ist aber leider nicht passiert. Wir haben gesehen, dass das Regime deutsche Staatsbürger, europäische Staatsbürger, mein Vater ist jetzt der 3. Europäer, der in den Iran verschleppt worden ist und zu Tode verurteilt worden ist, zu Unrecht. 2 Europäer, ein Schwede und ein Franzose, wurden bereits hingerichtet. Mein Vater könnte der 3. sein. Wir haben keine rote Linie. Wir machen weiter mit diesem islamischen Regime Geschäfte. Wir sehen sie immer noch als legitimen Staat an. Wir laden sie immer noch als Diplomaten zu uns ein. Wir geben ihnen immer noch Immunität in unserem Land. Wir geben ihnen sogar Wahllokale in unserem Land auf deutschem Boden. Die Menschen im Iran zeigen uns durch das Boykottieren dieser Wahlen, dass sie dieses Regime nicht anerkennen. Es geht nicht darum, um wirtschaftliche Probleme oder was vorhin angesprochen wurde. Es geht darum, dass die gesamte Struktur des islamischen Regimes nicht wollen, dass sie bereit sind, ihr Leben dazu zu geben. Aber was sie vom Westen, was sie von unseren Ländern möchten, ist, dass wir aufhören, nach 45 Jahren dieses Regime finanziell und durch alle anderen Mittel zu legitimieren und zu unterstützen. Das ist das, was ihnen Hoffnung geben würde. Und wir haben in Kanada gesehen, dass die Revolutionsgarden auf die Terroristen Liste gekommen sind. Europa ist hoffentlich der Nächste, der das macht. Und das ist erst der erste Schritt.
Saad Ghazal Shammat. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Dankeschön.